Marcel Lerch vom Schmuckle da in Lustenau. Wir haben uns vor etwas über einem Monat das letzte Mal getroffen. Da ging es aber um den Kwama, einen Flüchtling, der bei einer unter Lehrausbildung stand ist und abgeschoben hat, weil er soll. Jetzt haben sich die Ereignisse überschlagen. Wie waren denn die letzten Stunden für Sie? Also der Komar war nach wie vor Lehrling bei mir. Ist auch angemeldet geblieben. Ich habe im Moment ein bisschen Freigier, Urlaub gehen, dass er in Deckung gehen kann vor der Abschiebung, weil sein Rechtsanwalt hat Berufung eingelegt. Und jetzt heute zu unserer aller Überraschung hat am Nachmittag Polizei Hart doch irgendwo aufgegriffen in der Wohnung. Wie haben Sie vom Aufgriff von Kamal erfahren? Mich hat die Laura von der Familie aus Wolfurt, bei der der Kwamar ein- und ausgegangen ist, also wo er eigentlich richtig heimisch gewesen ist, informiert. Sie wurde als Einzige informiert, das war sein letzter Wunsch. Und sie hat mich gleich angerufen und hat mir das gesagt. Jetzt befindet er sich in Abschiebehaft in Bludenz. Was bedeutet das für Sie als ein Mensch, den doch recht gut kennt hat, sein Arbeitgeber ist bzw. war, in dem das jetzt sein will, als doch jemand, der ihm doch irgendwo nahe stand? Also er ist jetzt nicht in Bludenz, inzwischen ist er schon auf dem Weg nach Salzburg. Also die Exekutive war da relativ schnell. Es muss großes Interesse sein, dass man mundtot macht, sage ich jetzt einmal. Ja, es ist jetzt Realität geworden, was man vorher nie glauben können. Und möglich traurig ist, dass man nicht einmal Abschied nehmen können, weil die Polizei in Hart hat es verweigert. Zum ihn einmal sprechen oder irgendwas zu geben, dem Rechtsanwalt für ihn, hat man verweigert, den Zutritt verweigert. Wie geht es einer damit? Ja, nicht gut. Das ist einfach eine menschliche Tragödie. Der ist uns ans Herz gewachsen, dem ganzen Team von mir und sind eigentlich alle ziemlich erschüttert, dass es jetzt Realität geworden ist. Sie haben ja Unterschriften gesammelt für den Verbleib von Kwama in Vorarlberg, über 1.000 Leute haben unterschrieben. Wie ist das allgemeine Feedback? Ihr habt knapp 2 Stunden jetzt Ortszeit, also knapp 5 Uhr haben Sie es ja online gestellt, dass er eben in Abschiebehaft ist. Wie sind da die Rückmeldungen von den Leuten draussen? Also sind eigentlich alle erschüttert und erschrocken und haben eigentlich auch nicht mehr damit gerechnet. Haben schon gemeint, dass die Regierung ihr Wort hält, dass er die Lehre doch noch fertig machen darf, da in Österreich. Dem ist aber leider nicht so. Anscheinend ist dem Kickl das Wichtige, dass er möglichst viele wegbringt, als wie alles andere, ob das gut für die Wirtschaft oder für wen auch immer ist.